Hallo, willkommen und Dach zusammen bei unserer neuen Folge von Platschikalt. Heute geht es um die Haarpracht. Okay, ist immer Geschmackssache, aber wir werden uns damit heute schön beschäftigen. Viel Spaß dabei. Dach Borste. Hallo Schösch. Gut, dass die Friseure wieder aufhören, ne? Das kann ich doch mal sagen. Also, ich bin gerade auch erst vom Termin zurück. Okay, was hätte man denn gemacht, wenn die nicht aufgehabt hätten? Ja, das wäre ja wahr. Ja, hätte man ausgesehen wie die Beatles, ne? Mindestens, aber zu Höchstzeiten. Ja. Ganz klar. Ja, und sonst, wenn sie nicht aufgehabt hätte, was hätte man gemacht? Doch Knuts. Und meine Lehrer sagt immer, all zusammen kalle mir dat. Doch Knuts. Schösch, was ein herrliches Wort. Doch Knuts. Knuts, ja, auch die Schreibweise. Ja, mit zwei U. Zwei U und TZ, mit Tür zu. Herrlich. Was ist denn eine Knuts? Ja, eine so. Knuts. Ich habe nachgelesen bei unserem Freund Raimund Palm. Ehrlich gesagt, aus Faulheit, wenn man zu viel ist für sich selber jetzt überlegen, da lässt man halt nur, wo das geschrieben steht. Ja, doch Knuts, das ist also ein Gebilde in der Haarpracht, was, das sehe ich mal auch früher zunächst aha, mal, bei den Frauen längere Haare, lange Haare zusammen geknotet wurden oder aha, mit Haare, mit Nordle? Nolde mit Nolde. Nadeln, je nachdem, auch wenn man nichts angeschaut, Stricknadel oder ja, Stecknadel, was auch immer, wurde da zusammengefrisselt und da wurde das halt, hey, so, ich sage so ja, Knüppelchen, ja, doch Knuts genannt. Ja. Was ja auch, wir haben es ja eben schon gesagt, Bartträger heutzutage, Hipster, gerne auch, aber oben am Kopf haben, ne? Ja, zusammengeknotet ja, und so, bei langen Haaren. Diese Balltreter. Ja, bei, ja, Fußballer haben wir ja auch sehr oft. Ja, ja, genau. Die Komiker da. Ja, ja. Aber die, es gibt ja da bestimmte Sachen, die passieren, wenn das Haar dann gelöst wird bei den Frauen, oder? Ja, dann hat es ein paar Wellen ja, gezogen, künstliche Locken sozusagen, sich aus der Form ergeben. Aha. Jo, und dann hangen sie wieder rauf. Ja. Dann hangen sie echt wieder rauf. Es gibt, da muss ich mal gerade wieder meine Unterlagen dazu nehmen, es gibt ganz tolle Begriffe, ganz lustige Begriffe. Für den Knuts. Für den Knuts, ja, für den Haarknoten, wenn man es auf Hochdeutsch mal sagen würde. Und zwar regional, unter anderem, heißt er Gocksch oder Punz. In der Schwalm nennt man ihn den Schnatz. In der Schweiz auch Hupi oder Pürzi. Und besonders in Österreich wird auch Knödel genannt. Knödel. Passt ja gut. Ja, passt so. Der schmeckt man nicht so gut wie die anderen Knödel. Nee, ist ein bisschen laff, ne? Ja, und da gibt es bei uns im Platten natürlich auch hier wieder die Verkleinerungsform von Knuts. Also Knützchen. So, und das Knützchen war eben dann an der Frau, wenn die mehr ein paar Zippelscher Haare hat. Zippelscher. Zippelscher ist ja auch wieder ein Begriff, den kann man auch nirgendwo finden. Also es ist eigentlich ein Begriff, der phonetisch eigentlich gekommen ist. Das heißt eigentlich, so. Zippelscher, ich sage uns, fransige Haare, ja, nur ein paar dünne ja, Strähnchen vielleicht, ja, dünnes Haar, wenig Haar, ja, ein paar Zippelscher. Zippelscher. Ja. Und tatsächlich gibt es ein Lied von den Paarweihern, wo die Zippelscher erwähnt werden.
Ich lese mal gerade die Strophe vor, weil die einfach herrlich ist. 17 Jahre, blondes Haar. Ja, das war wunderbar. Es längst nicht mehr. Die paar Zibbelscher um Kopf rehe mich jetzt nicht mehr ob. Zellavi. Solange das Bierchen noch schmeckt und ab und zu ein Zigarett, da hätte das mit dem Löffel doch noch zick. Und wir zwei werden jetzt mal den Refrain gemeinsam intonieren. Probieren. 3, 4. Grete fort, och, schon langsam falle. Mädet läve doch immer noch Spaß. Der Humor muss de stets behalte. Und unsere Löffel, ja, de jäve man nicht af. Und dann gibt es natürlich noch viele oder einige verschiedene Varianten vom Knuts, wobei Standard ist der Knuts he Orwe, das ist dann der, den man Dutt nennt. Aha. Aber bei junger Fraulück, bei junger Mädchen, haben wir auch noch eine Variante Flerte. Die Flerte? Flerte. Heißen auf Hochdeutsch die Geflochtenen. Die Geflochtenen, perfekt. Das ist ja eine ganz besondere Zeit im Eifler Platt quasi, dass man ein Substantiv nimmt für etwas, was man zeigen kann, wie es gemacht wurde. Also die Geflochtenen ist fast wie die Geschworenen, kann man dann sagen. Da sind die Eifler sehr kreativ. Die brauchen nicht groß zu erzählen, sondern sagen das mit einem Begriff. Genau, und wenn dann zum Beispiel an einem Wirdach, was ja jetzt besonders war, die Haare besonders fing Mutte, dann kroche die Flerte noch jetzt extras, nämlich eine Schlopp. Eine Schlopp? Moment. Wir haben zwar jetzt keine Schlopp da. Da könnten wir aber ja nicht Lust machen. Da können wir nicht Lust machen. Das ist eine Schlips, glaube ich. Aus dem Schlips können wir jetzt einen Schlopp machen. Ja. Wir tun jetzt einfach so, als wenn das halt ein Schier und so, dann ist das eine Schlopp und der wird dann halt um die Geflerte, also um die Geflochtenen, gebunden. Ein Bändchen gemacht, so, auf beiden Seiten. Ne? Aber es ist der Schlopp, also wenn man jetzt... Normalerweise würde man sagen, die Schleife, die Haarschleife, aber im Platt ist es männlich wieder. Das Schlopp. Jo. So, und jetzt wird es kritisch. Oder es wird ein bisschen spannend, weil jetzt nähern wir uns anderen Begriffen, die ähnlich sind. Oh ja. Und da muss ich wieder hinten hergreifen. Da gibt es nämlich den Maschendrahtzaun. Und in dem Maschendrahtzaun sind ja diese Maschen drin, deswegen heißt er ja Maschendrahtzaun. Und die nennt man die Schlöpp. Schlöpp? Schlöpp. Kurz. Schlöpp steht auch unten drunter. Schlöpp, Ö-Doppel-P. Und dann kennen wir ja die kleinen Nägelchen, die gebogenen Nägelchen, mit denen wir den Maschendrahtzaun am Pol festmachen, festnageln. Stimmt, an das Zeug setzen wir ans 100 dort, ne? Ja, ja. Damit die 100 nicht drüber durchkommen. Damit die Lücke wissen, was ihr meint. Ja. Und das ist die Schlöp. Die sieht man so nicht. Die sieht man so nicht. Müssen wir mal andersrum drehen. So. Ich schalte mal so. Das ist die Schlöp. Und die Schlöp wird um die Schlöpp rumgetan und dann festgenagelt. Metallschlaufen. Ja. Und all das findet man dann im Shop. Im Shop, ja. Ja. Schuppen. Ja, im Schuppen. Schuppen. Im Yard. Schupp, im der Shop, im Yard. Im Yard. Im Yard, ja. Ja, und dann am Abend, wenn man dann nach getaner Arbeit nach Hause kommt, dann macht man was? Setzen wir es schön. Und? Macht der Pief an. Macht der Pief an. Schwäle best. Und? Was macht sie besser? Dit jetzt an der Fuß. Eine Schlupp. Eine Schlupp. Das ist zwar keine alte Schlupp, aber. Aber es ist eine junge Schlupp.
Und da gibt es doch auch einen Begriff für, ne? Oder eine Jodeschub. Eine Jodeschub, das ist ein feiner Kerl, eine feine Persönlichkeit. Ja, eine Jodekamerad hat eine Jodeschub. Sprichwörtlich. Genau. Ja, das Eifler Platt hat ja so Besonderheiten. Ne? Also wenn man wie eben Begriffe hat, die mit einem harten P enden, ne? Zu dem Schopp oder dem Schlupp oder dem Schopp, wie auch immer, die Mehrzahl davon wird dann auf einmal weich gemacht. Wir würden es sagen, das Weichmachen des Plurals. Denn aus dem Schopp wird dann auf einmal die Schobbe, also die Schuppen. Oder aus dem Schlupp werden die Schlubbe. Die Schlubbe. Man verwendet dann also ganz einfach nur noch anstelle des P's ein B. Und so einfach geht er dann im Platz mit dem Plural. Schobbe. Schobbe? Schobbe, Schobbe Karl, vermutlich. Schobbe Karl, ja. Also ist der Karl eine Plural. Ja, sozusagen. Kommen wir zurück zur Haarpracht. Ja, die Haarpracht. Da gibt es natürlich noch einiges andere an Begriffen. Ich bringe jetzt mal rein hier das gelockte Haar, was eben ja schon mal angesprochen wurde. Wenn die von Natur aus sind, da sind das die Krolle. Okay. Krolle, also dieses gekräuselte Haar sind Krolle. Dann sprechen wir auch gerne von einem Krolle, genau, Krollekopf. Ja, genau. Und der Krollekopf ist doch eigentlich auch manchmal so was Besonderes, also so ein Charakterzug, ne? Wenn jemand eine Krollekopf ist, also so weiß ich von früher, wenn Leute starke Krollen hatten, die sind auch so ein bisschen selbstbewusst. Ja, aber im positiven Sinne anders, ne? Der Charakterkopf, wie du sagst, aber positiv, eigen. Ja. Und das Gegenteil davon ist die Plät. Die Plät. Ja. Genau. Plät heißt? Kahlkopf. Kein Haar. Null. Ja. Null. HG Null. Und dann noch die Stirnglatze. Ja. Halb. Glaube ich, ist das ja. Ich hatte zum Glück damit noch nichts zu tun. Nee, ich auch nicht zum Glück. Wenn ich jetzt wieder höre, wie ich das Kurter habe, sagt der Agermann auch. Ich wollte auf Friseur mit den Haaren Kurter schnicken lassen. Da sagt der Agermann, lange hängen ich so noch nicht schnicken lassen. So, das am Rande. Ja, und wenn man eben ein Plaid hat, sprich Glatze, null Haar, kann man das übertünchen. Aha, wie? Man noch Perücke. Mit einer Perücke, ja. Perücke oder Toupet. Toupet, ja. Jo, da haben die schon früher gesungen. Unser Hauptlehrer war ja der Sommelier, Rektor. Aha. Der hatte ja auch eine weite Stirnglatze schon weit nach hinten. Und da hat Lehrer Krämer uns mal auf Karneval eine schöne, in der Bierzeitung eine schöne Anekdote gesagt. Der Sommelier, der hätte so gern ein Stück Toupet. Alle lachten, selbst der Herr Sommelier. Perfekt. Ja. Und andere Haarpracht. Bei mir sieht man das noch ein bisschen. Beim Bart? Der, wie heißt der? Früher Wurmung. Ja. Der Schnäuz. Ja, es gibt mehrere tolle Bilder von uns früher als Musiker, wo die gesamte Band, außer die Frauen, einen Schnäuz hatten, ne? Das war früher halt so der Standard. Ja, das war zu Zeiten von Time Out. Darf man ja ruhig erwähnen, oder? Das war ja, anderswo nennt man die ja die Rotzbremse, ne? ja, richtig. Ja, und dann aber wieder die Verkleinungsform, Schnäuzje. Okay, ja. Ein kleiner Schnauzer war eben Schnäuzje. Ja. Und die Könk. Die Martin an so Schnüzje. Schnüzje? Schnüzje, Martin, die so eine spitze Mung, da war eine Schnüzje. Okay, ja. Die hatte ja noch keine Bar. Ja, Schösch, da sind wir wieder bei den Zuschauerreaktionen. Und wir haben beim letzten Mal zu unserem Thema Brot eine tolle Zuschauerreaktion aus Kalter Herberg bekommen, nämlich von Ernst Gombert. Und Schösch, lies das doch einfach mal vor, weil es doch einfach total lustig und spannend geschrieben ist. Also der Ernst Jombert Wackerle Herbrich,
Das ist übrigens der Bruch von dem Grobi, wenn du den kennst. Sorry. Das nur am Rande. Ja. Ja, der Ernst hat uns Folgendes geschrieben. Natürlich wunderbar in Platt, deshalb lese ich das auch ab. Da muss ich mich abends aus Galle-Horbusch zu dem Thema Brot melden. He, also in Galle-Horbusch, jof et de Gries mick, de Wisse mick, et Schwarzbrot und he noch dat Körfjes Brot und auch noch aber mehr des Friedes, de Klöppelscher. Und wie die Mick da aufgeschnitten Uhr, mein Brotmetz, ist ein Thema für eine ganze Ort. Und ich weiß, früher Nachbarsfamilie, Großfamilie, Koch in Mützenich, das war ja meine Tante Celia, wenn die für den riesenlangen Deich, übrigens, die hat 13 Kinder geboren, ja. die starke Frau. Gibt es auch ein Buch drüber? Eins ist leider als Kleinkind schon verstorben. Mhm. Ich weiß aber noch genau, wenn die Tante Celia für den vollversammelten Deich dann die Mick, eine Laib Brot, Arschnitt, der Urwürgen gesendet. Mhm. Das fand ich also sehr, sehr beeindruckend. Also gesegnet. Ja, gesegnet ist ja. Gesendet. So. Ja. Wir haben, dem Mac kam ja, das Wort habe ich auch noch nie gehört. Ist auch schwer, weil man immer Mac sagt, aber Mick, irgendwie Mick. Ja. Und ich habe mir gedacht, weil ich suche ja dann immer nach, wo kommt das Wort denn vielleicht her? Es könnte tatsächlich sein von dem Mecklenburger. Also Mecklenburger ist ein Brot mit einer relativ dünnen Kruste, also nicht dieses übliche Landbrot, sondern eher wie ein Weißbrot, wo die Kruste ja nicht so dick ist. Ja, ja. Na, könnte ja sein. Das könnte man da besser gebürsten. Ja. Was wir nicht rausgefunden haben, ist das Körfjesbrot. Welche Brotsorte das ist, wird uns der Ernst demnächst erklären. Ja, und die Klöppelscher, oder wie hießen sie? Ja, ich gucke noch uns gerade. Klöppelscher. Klöppelscher, das sind Brötchen. Das steht auch im Kalter Herberger Wörterbuch drin. Aha, ja. Das sind also Brötchen, Klöppelscher. Ja, ja. So, und der Ernst wird uns demnächst besuchen in der Sendung und wird natürlich dann noch genauer erzählen können, was es mit dem Brot auf sich hat aus Kalter Herberg, ne, wie die einzelnen Brotsorten heißen. Und das Interessante ist, du hast jetzt auch eine Reaktion bekommen vom Vetter von Ernst Kumbert. Mehr oder weniger, klar, zufällig. Der Werfisch Josef, der Werfisch Job, Josef Thoma, getroffen und der sagt zu mir, Schösch, das will ich euch sagen, das macht der Jod, aber wird das nicht auch interessant, wenn wir uns die unterschiedlichen ja, Slangs, Begriffe, der eine sagt so für jetzt und der andere so, in Kalter Herberg ist es ja auch innerhalb des Ortes, ja. Ober- und Unterdorf, glaube ich, schon viel anders in der Ausdrucksform. Er meint aber besonders deutlich wird das ja bei den Hörf und bei Oskarle Hörber. Ja. Ich glaube, da werden wir irgendwann auch noch näher drauf eingehen. Aber ich fand dieses Feedback, diese Zuschauerreaktion von dem Jupp auch einfach nur schön, herrlich, wo er ja auch quasi so ein bisschen als Original bezeichnet werden kann. Klasse. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also das ist ja auch unser Ziel, dass wir uns, wir zwei von Mützenich wegbewegen in die Region. Wir haben jetzt Kalter Herberg natürlich schon jetzt drin gehabt. Wir werden demnächst Konzen dabei haben und wir werden weiter in die Eifel gehen, weil, wie gesagt, der Sprachraum von unserem Eifler Platt, der ist sehr weit. Und es gibt so große Unterschiede. Wir wissen eben, dass zum Beispiel in Höfen ganz anders gesprochen wird teilweise als im Rest. Und von der Simmerrater Ecke wollen wir jetzt gar nicht reden. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Sachen. Alles demnächst in unserer Sendung Plattikalt. Genau, Stoff ohne Ende. Genau. Und für heute soll es das gewesen sein, ne? Würde ich sagen. Da sagen wir merci für das Zuhören und für das Kicken. Bedankt.
wie der Holländer sagt. Und adieu. Adieu dann. Adieu. Sagt er auch, oder? Ja. Tschüss zusammen. Tschüss.